Wunder sind keine Ausnahme von der Regel. Sie sind die natürliche, wahre Ordnung aller Dinge. Ein Zitat von Bashar. Willkommen in meiner Welt der Wunder. Zurück in meine Kindheit versetzt, streife ich gerne durch die Wälder und entdecke überall Dinge, geheimnisvolle Dinge, von denen ich denke, sie stammen aus der Welt der Feen und Elfen. Und ein kleines bisschen verrückt darf man in dieser verrückten Welt sein, denn wahrscheinlich ist das Verrückte eben gar nicht so verrückt, wie wir das so gelernt haben. Am allerliebsten streife ich ja durch diesen zauberhaften wilden Wald. Doch heute nehme ich euch mit in einen Stadtpark, weil ich da nämlich etwas sammle, was ich für mein Abendessen brauche. Also kommt mit mir mit, ich zeige euch mal einen wunderschönen Platz in Bern. Heute sammle ich die Blätter von der Sommerlinde. Die Sommerlinde, die findet man ja oft in den Städten, in den Parken, in Alleen. Und hier bin ich in einem Park oberhalb der Stadt und von hier aus sieht man bei klarem Wetter auch die Berge. Dieses Blatt, das ich hier gerade zeige, das werde ich benutzen, um ähnlich wie die Weinblätter im Orient Röllchen zu machen und sie zu befüllen. Ich zeige euch dann später noch, wie ich das mache. Ich liebe Wildblumen. Ich denke einfach, dass alles, was wild und frei wachsen kann, viel, viel kraftvoller ist. Und deswegen koche ich auch viel mit so Wildkräutern und Wildpflanzen. Jetzt werde ich mich in die Küche begeben und dieses Rezept ausprobieren. Wieder aus dem Buch Die Waldapotheke. Und zwar heißt das Rezept Dolmades von der Linde. Lindenröllchen bringt griechisches Flair in die Küche ohne verreisen. Wir sehen uns in der Küche. Also ich wasche die Dinger mal. Ich wasche.
Die Röllchen müssen 10 Minuten im Ofen bleiben. Und in der Zeit gehe ich nach draußen, weil gerade in diesem Moment scheint die Sonne in einem Tanz zu sein mit meinen Blättern von den Bäumen, von meinem Häuschen. Es ist ein wundervoller, goldener Lichtertanz, der da passiert. Also, ich finde, dass es toll aussieht. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Was ich noch vergessen habe zu sagen, ist, ich habe es mit Olivenöl beträufelt. Und was ich noch drüber geben werde, ich werde es zuerst so probieren, aber danach werde ich noch das Omega-3-Öl, das aromatisierte von New Size, drüber geben. Und zwar, was nehme ich da? Ich denke Chili. Aber ich werde euch jetzt zuerst mal ganz ehrlich sagen, wie das schmeckt. Das schmeckt richtig gut. Vor allen Dingen mit diesem Pfefferminz. Oh, mein Telefon klingelt. Sorry, ich muss schnell ans Telefon. Also Leo, ich habe gemacht, Leo ist am Apparat. Das sind Lindenblütenblätter. Lindenbaumblätter sind das. Und gefüllt sind sie mit Feta-Käse und Hirse, Goldhirse und Pfefferminz. Und ich habe meinen Zuschauern gerade gesagt, dass diese Pfefferminz, den ich da reingetan habe, man nimmt eigentlich frische Pfefferminze, okay. Aber ich hatte das nicht, also habe ich die getrocknete genommen und die schmeckt auch gut. Und dann kommt noch eine abgeriebene Zitronenschale hinein und es schmeckt wirklich toll. Ja, darf einer. Also, ja. Ihr seid jetzt das fertig, ich mache noch schnell das Video fertig. Sorry. Ja, ist gut. Ist gut und wir sehen euch später. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ja, Entschuldigung, die Unterbrechung. Genau, und ich finde, wie schon gesagt, es schmeckt wirklich, wirklich gut. Und wenn du es nachkochst, das Rezept, dann schreib es doch in die Kommentare, wie es dir gelungen ist. Und ja, ich schreibe dir noch unten bei den Kommentaren, schreibe ich dir noch das Rezept hinein. So, das Originalrezept von der Waldapotheke. Genau. Wenn dir dieses Video gefallen hat, so gib ihm doch einen Daumen hoch. Und abonniere meinen Kanal und teile es mit deinen Freunden. Ich freue mich auch über deinen Besuch auf meiner Webseite und in meinem Online-Shop für Ethnorezepturen.